Yo, 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 Leute, was geht ab? Euer Harzweiler hier wieder am Start. Heute kommt endlich das Video, wo wir den Sangyang umbauen. Und zwar werden wir den Auspuff machen. Viele haben es ja mitbekommen, der Auspuff ist ja total im Eimer. Warte, ich muss hier mal runterfilmen. Also man sieht ja hier, das ist ja nur noch Salat hier unten. Und Toni hat ja zum Glück noch den Fake Acra. Ich hoffe, man sieht ihn jetzt mal. So, zack. Den werden wir heute da dran bauen. Wir müssen ja ein bisschen was schweißen und ein bisschen... ja, improvisieren, ein bisschen pfuschen, aber da sind wir ja Profis. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir das so alles hinbekommen und wie der Roller sich am Ende anhört. Toni, was sagst du denn zu der Gesamtsituation? Ja, soll ich sagen? Pfusch, ne? Ja, pfusch. Hier nochmal, ich zeig's euch jetzt nochmal richtig. Hier sieht man ja aus, der ist ja komplett im Eimer. Und hier unten, die Halterung, die hakt halt immer ultra krass ein, wenn ich hier Schlaglöcher fahre. Deswegen werden wir da heute den schönen Acra dran machen. Wie gesagt, es ist noch so ein Fake-Schiene-Acra. Kostet, glaube ich... Toni, was hast du bezahlt? Ich glaube, 30 Euro mit einem Versandeinbindung dann. Die gibt es bei Wish oder bei AliExpress, kann man die kaufen. Ja. Für solche Projekte kann man das nehmen, aber jetzt, wenn man ein richtig schönes Motorrad hat, würde ich mir den Schrott auch nicht drunter hauen. Ich glaube, hier dran wird der echt geil aussehen. So, Toni, was schlägst du vor? Wie machen wir das? Du bist hier der Schweißer, der Kaller und der Flexer. Flexen wir erstmal ab, ne? Ja, ich will auch dafür erstmal abflexen. Und dann? Hab ich eigentlich, schauen wir mal. Hab ich eigentlich noch TÜV? TÜV ist. Bis. Habe ich echt noch TÜV? Oben. Vierte. Oben. Oh, vierte. Abgelaufen. Das Ding kriegst du never ever TÜV. Klar kriegt der TÜV. Guck mal, der Blinker ist hier noch voll in Ordnung. Spiegel sind vorhanden. Und auch überhaupt gar keine Plastikschäden oder so. Karosserie ist überall richtig fest. Also. Da kommt Safe TÜV. Auspuff ist wie neu. Aber eins muss man einfach sagen beim China-Roller, er läuft immer. Also Wahnsinn einfach. Ja, umso dicker es wird, umso besser, ne? Ich meine, von der Länge her kommt es ja hin. Dann. Ja, wollte ich gerade sagen. Das sollte passen. Aber der hält halt nur in der Schweiß, dann irgendwo ist ja nicht. Ach so, das ist abgerissen. Ja. Geil, da tüttelt mal ein bisschen Draht rum, dann reicht das. Jetzt kriegst du ja nicht runtergezogen, habe ich alles schon probiert. Du musst, glaube ich, erstmal hier müssen wir die Halterung abmachen, dann kriegst du es hier dann drüber gezogen. Der ist ja hier angeschraubt, ne? Ja, aber ich meine, dass das erstmal diese. So, ja, das lassen wir drin. Schneiden einfach. Der sieht auch geil aus, ohne Auspuff. Also läuft jetzt bestimmt. Wollen wir anmachen kurz? Der Ofen. Mach mal an, Toni. Wie ich da? Ja. Ehrlich? Ja, das... echt geil an ohne Auspuff, aber verdammt laut. Das wird schon fett, ne? Ja, zeig mal. Warte. Sieht schon geil aus. Ja, ich werde dafür so putzen mal hier fest. Oh, der Ölmessstab. Das ist scheißegal. Das ist alles scheißegal, Toni. So, Leute, der Acra ist dran. Das sieht irgendwie schon lustig aus, finde ich. Toni, willst du mal anschmeißen? Den Karren. Ich bin jetzt so gespannt. Ja.
So Leute, den China-Roller haben wir jetzt fertig. Ich werde ihn jetzt gleich wieder einladen, runter zur Halle bringen und dann werden wir das alles ausgiebig im nächsten Enduro-Roller-Vlog testen, wie das alles hält. Und ja, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall rastet jetzt diese alte Auspuffhalterung nicht mehr ein, wenn ich irgendwo durch ein Schlachtloch oder so fahre. Das ist schon mal sehr gut. Es sieht trotzdem irgendwie lustig aus. Aber naja, mal schauen. Jetzt, wo ich ihn gerade bei uns in der Halle war, jetzt habe ich ihn gerade auch noch was richtig Geiles entdeckt. Das muss erst seit heute hier stehen. Geil ist denn das bitte sehr. 6 km/h Schluckspecht. Richtig geil. So ein Traktor bräuchte ich. Das Ding sieht irgendwie aus, als wenn der Leistung hat. Was kotzt der Fahrer über den Trecker? War das Bier wohl nicht so lecker? Bierschlucks. Mixies. Was sind denn Mixies? Das gehört doch safe unseren Hallennachbar. Den muss ich ja mal fragen, was er damit vorhat. Vielleicht drückt er das Ding für eine günstige Mark ab. Würde ich mir sofort kaufen, wenn er dafür nicht viel haben will. Für einen Fischteich perfekt, der Traktor. So Leute, aber wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.